Hallo, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch allen. Wir machen weiter in unserem Thema. Wir haben noch zwei Unterrichte oder zwei YouTube-Videos im Prinzip. Dann sind wir mit unserem Thema Hormonsystem durch. Haben im Prinzip dann aber auch wirklich sehr, 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 sehr umfangreich alles angesprochen, was dafür notwendig ist. Angefangen von Hypothalamus, Hypophyse, runter über dann die Zieldrüsen, die entsprechend dann angetriggert werden. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Hormone im Körper, die als Gewebshormone zum Beispiel wirken. Insulin ist da zum Beispiel nur eins, um das zu nennen. Auch im Verdauungstrakt haben wir noch viele wie Gastrin und sowas. Das sind auch so Hormone, die in bestimmten Stellen im Körper gebildet werden. Die sind jetzt in den Videos nicht enthalten, weil, wie ich schon mal gesagt habe, es soll ja kein Unterricht sein, wo ich sage, ich gucke mir jetzt alle Videos vom Linden-Uli an und dann habe ich alle Ausbildungen, die ich brauche und melde mich zur Prüfung an. Das ist nicht der Plan, sondern der Plan ist, dass ich euch helfe, hier bestimmte Strukturen einfach nochmal zu wiederholen, vielleicht auch mal nur anders erklärt zu bekommen, wenn es dann eben ein bisschen Verständnisprobleme gibt oder sowas. So, und heute gehen wir also quasi nochmal in eine der größten Hormon-Zieldrüsen, die wir so in unserem Körper haben, nämlich die Nebenniere. Das ist das, was wir uns jetzt heute nochmal anschauen und nächsten Sonntag nochmal anschauen. So, die Nebenniere selber, da wird oftmals auch ein bisschen danach gefragt, wo finde ich denn die Nebenniere, wo ist sie denn? Dann sagen, ja, ist die an der Niere oder wo ist sie denn? Ja, sie ist an der Niere, sie liegt auf der Niere obendrauf, auf den Polen rechts und links. Und da wir standardmäßig zwei Nieren haben, haben wir auch zwei Nebennieren. Paarig eben deswegen angelegt, eine relativ logische Geschichte, haben aber mit der Niere selber in sich als Niere, also sprich Filtrationsorgan für unsere Flüssigkeiten, für unsere wasserlöslichen Abfallprodukte, nichts zu tun, sondern sie ist halt einfach nur dort angelagert. Und dort sitzt sie auf, sind ungefähr 5 Gramm schwer, liegen eben oben auf den Nierenpolen auf und sind unterteilt in zwei Strukturen. Einmal in das Nebennierenmark, das ist das, was innen drin ist, und einmal in die Nebennierenrinde. Vorstellen kann man sich das Ganze wie so ein Hut, wie so ein Hütchen, das auf der Niere oben drauf sitzt. Auch von der Form her, also so leicht gebogen eben, so wie die Niere oben auch von der Rundung her ist und dort eben so ein bisschen spitz ausgeführt und da haben wir eben diese Rinde und innen das Mark. Heute schauen wir uns mal die Nebennierenrinde an, weil das muss man separat betrachten. Wie gesagt, ist wieder eine Struktur, das ist eine Hormondrüse, die aber wie gesagt ganz klar in diese Strukturen zu unterteilen ist, weil sie unterschiedliche Hormone sezerniert. Also deswegen müsst ihr die wirklich ganz klar differenzieren. Wird dann auch immer so abgekürzt. Das heißt, wenn ihr sowas dann irgendwo mal lest, dann lest ihr eben NNR. Na, das ist dann Nebennierenrinde oder NNM. Das ist dann Nebennierenmark. So wird das dann auch immer abgekürzt. Also wenn ihr mal in irgendwelchen Fachbüchern das lest oder auch in den Fragen, werdet ihr feststellen, da schreiben die nicht Nebennierenrinde. Das ist denen halt auch zu lang. Dann wird das wie Blutdruck. Blutdruck RR und da schreiben die dann halt NNR. Und dann muss man wissen, wir sind in der Nebennierenrinde. Genau. Das wird auch immer mehr Einzug halten in den Prüfungsfragen. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass die Prüfungen sich hier hinsichtlich dieser Prüfungsstruktur eben etwas verändern. Und da kommt eben zum Beispiel dann auch dieses Fachliche dazu, also sprich die Begrifflichkeit, dass viele Sachen eben nicht mehr erklärt sind. Früher, zu meiner Zeit, also viel, viel früher, war es so, dass dann in den Prüfungsfragen das deutsche Wort stand und dann stand in Klammern da hinten die lateinische oder die fachliche, griechische oder whatever Bezeichnung. Also da stand Bauchspeicheldrüse in Klammern Pankreas. Dann hat sich das irgendwann gedreht, dass man gesagt hat, okay, die Leute müssen schon wissen, was Pankreas ist. Dann stand Pankreas vorne und in Klammern stand dann Bauchspeicheldrüse. Und heute ist es so, und das merkt man eben in den schriftlichen Prüfungen, dass das, was in Klammern immer steht, das fällt irgendwann weg. Also entweder es dreht sich oder es fällt weg. So werden auch Neuerungen eingearbeitet in die Fragen. Ich habe es, glaube ich, beim INR und beim Quick schon mal erklärt. Und das passiert bei den Fachbegriffen aber inzwischen genauso. Das heißt, da steht dann nur noch Pankreas und keine Erklärung mehr dazu. Und auch was sich hier noch geändert hat, zu meiner Prüfung war, dass wir früher Fragen stellen durften in der schriftlichen. Das heißt also, wenn du da ein Wort nicht verstanden hast oder irgendwas unklar war, durftest dich melden, kam jemand, durftest eine Frage stellen. Antwort ist immer relativ, das kam immer auf die Frage drauf an. Aber heute ist das nicht mehr erlaubt. Heute ist in der Prüfung fini und Fragen sind nicht zu stellen. Du beantwortest deine 60 Fragen und entweder du hast es kapiert oder nicht. Gut, also Nebenniere unterteilt sich in Rinde und Mark. So, die Nebennierenrinde bildet ungefähr 3/4
dieser Nebenniere. Das heißt also, der Markanteil ist relativ klein, die Rinde ist hier die größere Struktur. Wird auch gleich klar, warum das so ist, denn die Rinde wird sogar noch in drei verschiedene Zonen unterteilt. Also das heißt, die Rinde selber hat nochmal drei so Schichten und in diesen drei Schichten werden auch noch unterschiedliche Hormone produziert und die kann man denen wirklich zuordnen. Wer das noch kennt von früher, wer mein Alter hat, das gab es früher so Kugel, Wunderball hieß das Ding, das hast du dir im Bäcker gekauft und das war steinhart, das war eine runde Kugel, sah so groß wie ein Flummi, sag ich mal. Und das hast du gelutscht und da war Schicht für Schicht und jede Schicht hat einen anderen Geschmack gehabt. Und am Ende war in der Mitte dann ein kleiner Kaugummi drin. Oberekelig, aber war ganz wichtig, mussten wir alle haben. Und so kann man sich das hier auch vorstellen. Das heißt, das Nebennierenmark ist dieser Kaugummi innen drin und dann sind drei so Hüllen drumherum, die dann entsprechend diese unterschiedlichen Hormone sezernieren und als dreischichtige Unterteilung die Nebennierenrinde ausmachen. Genau. Mineralkortikoide, Glukokortikoide in der Hinsicht, also sprich das Aldosteron, dann haben wir unser Glukokortikoid Cortisol und unser Testosteron, die Androgene, das sind diese drei Schichten, die hier sind, die eben da in diesen Schichten diese Hormone produzieren. Also nochmal, Mineralkortikoide, Mineralien, was haben wir da? Natrium, Kalium, Magnesium, solche Geschichten. Das ist genau das Aldosteron, was in unserem RAS drin steckt. Renin, Angiotensin, Aldosteron. Und so kommt man auch drauf, also so kann man sich das sehr schön merken, weil das ihr braucht das immer in diesem Zusammenhang. Ihr müsst das in diesem Gesamtheit verstanden und erklären können. Und zwar Renin, Angiotensin, Aldosteronsystem, gibt es ein eigenes Video dazu, das ist schon lange online, also wer da nochmal Probleme hat, kann nochmal nachgucken. Kurz nochmal zusammengefasst, bedeutet, Niere stellt fest, Blutdruck fällt, juxtaglomerulärer Apparat, ne, zwei Gefäße, die sich da eben kreuzen, hier wird schön der Blutdruck festgestellt und gemessen. Jetzt stellt die Niere fest, Blutdruck fällt, es wird Renin ausgeschüttet. Dieses Renin sorgt dafür, dass Angiotensin Nogen zu Angiotensin 1 umgewandelt wird. Jetzt kommt das ACE dazu, das Angiotensin-Converting-Enzym. Das wird in der Lunge produziert. Das macht aus Angiotensin 1 Angiotensin 2. Dieses wirkt jetzt an der Nebennierenrinde auf die Zone, die dann Aldosteron ausschüttet. Und dieses Aldosteron wirkt jetzt wieder, wobei das Angiotensin schon eine Wirkung hat, und zwar, dass die Gefäße enger werden, dadurch steigt der Blutdruck. Und das Aldosteron wirkt jetzt auf die Niere und erhöht die Mineralsalzresorption. Ja? Mineralstoff, Salz, und je mehr Salz in der Niere resorbiert wird, also sich in unserem Blutkreislaufsystem befindet, umso mehr Flüssigkeit, Wasser wird ins Blut gezogen. Es erhöht sich der Kolloid. Osmotische Druck. Und somit wird mehr Flüssigkeit zurückresorbiert und dadurch wird nochmal, kommt zum zweiten Effekt, dass mehr Volumen da ist und dadurch auch nochmal der Blutdruck steigt. Also das ist genau dieser Regelkreis und darauf wirkt dann unser RAS. Dann haben wir unsere Glukokortikoide, Glucose, Zucker, aha, alles klar, ja, Cortisol, Cortisone sind Zuckerverbindungen. Da kommt das dann von dem Namen her. Also das ist das körpereigene Cortison, ne, Glukokortikoide. Und es wirkt auch so. Das heißt also, wenn wir hier ein großes Problem haben zum Beispiel, dann wirkt sich das auch auf unseren Zuckerhaushalt aus. Ja, also das bedeutet, wenn wir hier jemanden haben, einen Patienten, der hier ein tumoröses Geschehen hat, wo eben ganz viel von diesem Glukokortikoid entwickelt wird und ausgeschüttet wird, kann es sogar zu einer diabetischen Stoffwechsellage kommen. Andere Überlegung, nochmal einen Schritt zurück. Aldosteron wird sich also eher in so einer Blutdruckregulationsproblematik bemerkbar machen, weil es hier im Blutdruck steckt und hier haben wir eben, wie gesagt, Cortisone. Wenn zu wenig davon da sind, dann haben wir im Prinzip eine Minderversorgung und jetzt kommt im Körper zu generalisierten Entzündungen. Das ist also quasi wie so eine Art Polizei, die auf das Immunsystem so ein bisschen aufpasst, denn Cortisone wirken ja auch entzündungshemmend, immunsuppressiv und wenn das eben wegfällt, dann dreht unser Immunsystem durch und wir haben hier also im Prinzip richtig massive Probleme, wenn davon viel zu wenig da ist. So, und dann haben wir noch die letzte Schicht, das sind die Androgene, die männlichen Sexualhormone, Testosteron, das ist auch wieder klar. Jetzt müssen wir nämlich überlegen, Testosteron, männliches Sexualhormon, Nebennierenrinde, auch die Frau hat die natürlich, das ist die Produktionsstätte bei der Frau für die Testosterone.
Genau. Und jetzt gibt es diesen schönen Merksatz, wie man sich das zusammensetzen kann, nämlich mit SSS, Sex, Sugar, Salt. Ne? Also Salzresorption, Glukokortikoide, Cortison, Zucker und Sex, männliche Sexualhormone. Genau. Alle diese Hormone sind Steroidhormone. Da haben wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, was das bedeutet. Wer, wie gesagt, sich nicht mehr daran erinnern kann, einfach 2-3 Videos in den Rückwärtsgang gehen. Und dann stellt man fest, die enterale Einnahme ist möglich. Das heißt also, diese Hormone kann ich schlucken, wenn ich das möchte. Deswegen kann ich Cortison als Tablette verabreichen. Das funktioniert. Der Abbau erfolgt dann entsprechend über Leber, Ausscheidung über Galle und Harn. Und hier ist schon wieder klar, Galle und Harn, ne, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen. Galle bedeutet also fettlösliche Varianten, die dann eben wasserlöslich gemacht werden müssen bei der Reaufnahme. Und Harn, das sind dann die wasserlöslichen Substanzen, ne, wie zum Beispiel eben diese Zuckergeschichten oder sowas, die wir dann über den Harn ausscheiden. Wunderbar. Was haben wir jetzt für Regelkreise? Wir haben sie schon ein bisschen angesprochen, wir gucken sie uns nochmal an. Ne, CRH, das war das Corticotropin-Releasing-Hormon. Releasing-Hormon, ich will euch einfach nur noch mal ein bisschen helfen, dass ihr diese Reihenfolge, diese Strukturierung ein bisschen draufkriegt. Releasing-Hormon, brauche ich mich gar nicht groß anstrengen. Releasing-Inhibiting-Hormone war immer Hypothalamus. Die wirken auf die Hypophyse. Dort wird dann das ACTH ausgeschüttet, Adrenocorticotropes-Hormon. Das wirkt jetzt auf die Nebennierenrinde und sorgt dafür, dass Glukokortikoidausschüttung stattfindet. Wunderbar. Der Glukokortikoidspiegel wirkt negativ auf den Hypothalamus, genauso wie auf die Hypophyse. Heißt gleicher Regelkreis wie bei der Schilddrüse T3, T4. Das im Prinzip, wenn der Pegel sinkt, fängt die an zu produzieren. Wenn der Pegel steigt, fängt die an, ihre Produktion runterzufahren. Und so wird quasi immer geguckt, dass ich so einen kontinuierlichen Pegel im Blut habe. Ne? Werden auch als Stresshormone bezeichnet, ganz wichtig, so ein Patient, der eben da zu wenig von hat, der ist auch nicht stressresistent und der wird auch in der Regel, meistens manifestiert sich so ein Problem in einem Zusammenbruch, also so Nervenzusammenbruch, so in einer Stresssituation. Die kommen in irgendeine Stresssituation, so im Alltag, wenn die smooth unterwegs sind, macht denen das in der Regel nicht so viel Stress, beziehungsweise kann sowas lange maskiert sein, aber wenn es dann eine richtige Stresssituation kommt, ein Unfall, unvorhergesehenes Ereignis, dann brechen die zusammen, weil denen, wie gesagt, dieses Glukokortikoid fehlt. Wie ist die Wirkweise? Eiweißabbau in der Muskulatur, Haut und Fettgewebe, also sprich es hat einen Katabolen-Effekt, führt aber auch zu Fettabbau und damit zur Freisetzung von Fettsäuren ins Blut, weil das auch ausgeschüttet wird in Angst und also quasi unter Adrenalineinwirkung. Ne? Und jetzt haben wir ja so den Punkt, ich brauche jetzt Energie, ich muss Energie bereitstellen, also wird hier im Prinzip Energie bereitgestellt, indem schon mal Fett aufgelöst wird, damit ich diese Energie dann für Flucht oder Kampf entsprechend zur Verfügung habe. Die Zuckerneubildung eben aus diesen Aminosäuren in der Leber wird verstärkt, dass ich eben diese Energiebereitstellung habe in Form von Zucker, damit meine Muskeln und meine Strukturen hier schnell Energie bereitgestellt bekommen, weil eben in Verbindung mit Adrenalin, ne, Flucht oder Kampf, hier ich diese Energie brauche. Genauso wirkt es antientzündlich, das ist genau der nächste Punkt, den wir haben, weil bei Flucht oder Kampf werde ich mich in irgendeiner Form verletzen, das ist sehr wahrscheinlich. Und dadurch im Prinzip soll das sich nicht entzünden, wenn ich mir jetzt das Schienbein aufhaue oder wenn ich mich im Kampf mit dem Tier oder mit wem auch immer verletze, dann soll sich da nicht eine riesen Entzündung sofort bilden, sondern mein Immunsystem soll da gemach daran gehen. Ja, wenn es dann aber zu viel wird im Prinzip, dann aber auch eben die Wundheilung wieder hemmend. Das heißt also, wenn es eben zu einer Überdosierung kommt, zum Beispiel durch Medikamente, sehr viel Cortison zugeführt wird, dann wirkt sich dieser Effekt eben wieder negativ aus. Das heißt also, die Wundheilung kann dann sogar dadurch gestört werden. Immunsuppressiven Effekt eben, hemmende Abwehrzellen, besonders Lymphozyten und Phagozyten. Das hat damit zu tun, weil das wäre jetzt wieder so kontraproduktiv, da würde man ja wieder dastehen und sagen so, er soll uns aber schützen, aber wieso hemmt das jetzt das Immunsystem? Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, wie wenn die Polizei, also unser Immunsystem, keine Kontrolle hätte. Und jeder Polizist könnte tun und lassen, was er möchte. Willkür.
So, und dann würde unser Polizistensystem, logischerweise, das würde sich hochschaukeln, komplett austicken. Die würden jeden verknacken bis maßlos, weil da ja auch jeder so ein persönliches, was weiß ich, der eine findet es ganz schlimm, wenn einer falsch parkt und dann würde er den gleich einsperren, wo der andere sagt, was, wegen falsch parken, das ist total unverhältnismäßig. Aber wenn, was weiß ich, keine Ahnung, einer seine Kippe wegwirft, der gehört eingesperrt, bla 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 bla. Und somit würde sich das Ganze hochschaukeln und unser Immunsystem würde quasi durchdrehen und für jeden Kleinigkeit sofort Mordealarm schlagen. Und dafür ist dieses Glukokortikoid zuständig. Das heißt, dieses einfach so ein bisschen zu dämpfen und zu sagen, hey, der hat nur falsch geparkt, komm, mach dem Ticket an die Scheibe und dann ist gut. Ja? Um einfach so ein bisschen Kontrolle auf diese ganze Sache auszuwirken. Deswegen haben wir hier das Problem, wenn eben da zu wenig davon da ist, dann flippt das eben aus und du kriegst ganz viele Entzündungen im Körper, weil bei jedem kleinsten Erreger dein Immunsystem sofort total abgeht. Dass man das ein bisschen versteht, was das mit dem immunsuppressiven Effekt zu tun hat. Dass das für uns in der Phase auf einem vernünftigen Level absolut wichtig und richtig ist. Das ist, wie gesagt, wie die Kontrolle, so ein Kontrollorgan für die Polizei, die einfach sagt, hey, Mord, jawohl, Vollgas, ganze Härte des Gesetzes, falsch parken, da reicht ein Ticket. Gut. Auch den antiallergischen Effekt haben wir, Hemmung dieser Entzündungsreaktion eben durch die dämpfende Wirkung. Und bei einer Allergie, wir haben ja schon gelernt, überschießende Reaktion des Immunsystems. Und hier wirkt sich das eben positiv aus. Das heißt also, hier wird dem Immunsystem gesagt, hey, tu langsam, es sind nur Birkenpollen, wir werden nicht daran sterben, mach hier nicht den Larry. Deswegen auch oft bei allergischen Reaktionen, also Heuschnupfen und solchen Geschichten, Cortisontherapie. Und zusätzlich leider noch einen osteoporotischen Effekt. Das heißt, Knochenstruktur wird hier abgebaut und aufgelöst und das ist leider so ein bisschen negativ. Das heißt, wenn also Cortison zu hoch dosiert wird oder entsprechend auf eine lange Phase, wir reden von Jahren, genommen wird, dann hat es eben noch so einen osteoporotischen Effekt. Das heißt also, die Knochenstruktur wird hier aufgelöst und ausgedünnt. Genau. So, dann schauen wir uns die Mineralkortikoide nochmal kurz an. Hatten wir ja schon, habe ich schon alles angesprochen. Als wichtigste Vertreter das Aldosteron, Renin, Angiotensin, Aldosteron, Regulation, hier haben wir es. Fördert die Resorption von Natrium und Wasser in der Niere, genau das ist der Part. Erhöht die Kaliumausscheidung über die Niere und Steigerung des Blutvolumens, somit Steigerung des Blutdrucks. Ne? Aufpassen nochmal, das macht die Vasokonstriktion, also die Gefäße eng, das steigert die Natriumresorption in der Niere, dadurch Steigerung des Blutdrucks. Und final noch unsere Sexualhormone, eben hier das Testosteron und auch Östrogen, aber Testosteron steht hier im Vordergrund. Bei der Frau ist es hier eben der Hauptbildungsort, der Androgene, weil Androgene sind Testosterone, keine Östrogene. Und da haben wir im Prinzip genau diesen Punkt, dass hier diese Androgene, in dem Fall das Testosteron, auch bei der Frau gebildet wird und sie wirken eben wachstumsfördernd in der Pubertät. Das ist ja auch das Testosteron, wie man so schön sagt, so ein Aggressor. Das ist das, was dich aggressiv macht, das ist das, was dich so am Leben hängen lässt, das ist das, was Wettkampf macht und so diesen Kampfwillen einfach, dieses nicht so dieses, hey, mei, dann ist es so, sondern dieses, nein, das nehme ich jetzt nicht hin. Und das gibt es auch bei Frauen, da könnte man jetzt wieder hingehen und philosophieren und sagen, ja, ist jetzt so eine Managerfrau, so eine Karrierefrau, ist das jetzt eher so Testosteron gesteuert oder ist dann eine Frau, die, was weiß ich lieber, Hausfrau ist und Kinder hat, ist die dann eher Östrogen gesteuert? Ach, da kann man sich wieder ewig drüber unterhalten. Fakt ist auf alle Fälle, das Testosteron ist das Hormon, das uns so ein bisschen den Biss im Leben gibt, das eben diesen Konkurrenzkampf der Männer macht, dieses schnelle, höher, weiter. Ne? Und das hat hier eben natürlich auch Frau. Auch Frau wächst natürlich in der Pubertät, klar, keine Frage. Und dementsprechend braucht die das auch und hat das auch. Aber bei Frau überwiegt das Östrogen. Mann hat auch östrogenbildende Strukturen, aber hier überwiegt das Testosteron. Hat dann was mit bei der Frau den Gonaden, also sprich den Eierstöcken zu tun. Nicht Gonaden, das sind ja Männer, Hoden, Ovarien, die Eierstöcke der Frau. Hier wird dann entsprechend nochmal sehr viel Östrogen produziert, was dann diese Testosteronproduktion überwiegt. Und beim Mann haben wir eben die Gonaden, die Hoden. Und hier wird dann nochmal Testosteron produziert, was dann eben die Östrogenproduktion überwiegt. Wenn das ein unverhältnismäßiges Gleichgewicht kommt, dann kann es hier auch zu hormonellen Problemen kommen, die man dann unter Umständen auch äußerlich wahrnehmen kann. So, nochmal kurz die Zusammenfassung. Nebennierenrinde bzw. Nebenniere, aufgesetzt auf der Niere obendrauf, unterteilt in Rinde und Mark.
Rinde unterteilt in drei Zonen. Einmal die Mineralkortikoide, das Aldosteron, die Glukokortikoide, die Cortisone und am Final die Androgene, hier in dem Fall das Testosteron. Das sind die drei Strukturen, die hier produziert werden, die angesprochen werden. Eins zuständig für diese Blutdruckregulation und Natriumhaushaltsgeschichte. Das andere war das körpereigene Cortison, entzündungshemmend, zuckerneubildungsanregend. Immer an diese Adrenalinkiste denken, Dämpfen des Immunsystems, dass die nicht über die Stränge schlagen, antientzündlich, antiallergisch, aber bei Überdosierung oder sehr hoher Dosierung eben auch schädlich. Und final noch unser Testosteron, der Biss des Lebens, das Männlichkeitshormon, also hier dieses Kampf und Flucht, nicht Kampf und Flucht, sondern dieses Bestehen im Leben, das ist dann im Prinzip diese Androgenschicht. Und dann eben nochmal denken, 3S, dann weiß man, was da passiert, Sugar, Sex, Salt. Alles klar, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nächsten Sonntag gucken wir uns dann das Nebennierenmark an. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.